Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir hier unsere Schokoladenproduktion groß umgebaut durch neue Items und haben durch unseren lieben Qualitätsschokolatier dafür gesorgt, dass wir jetzt nicht mehr Zucker verarbeiten. Deshalb haben wir hier auch ein volles Lager, sondern wir benutzen jetzt Kaffeebohnen als Input. Das größere Problem bisher beim Input als die Kaffeebohnen, die auch noch zu gering vorhanden sind, sind hier aber unsere Kakaobohnen selbst, die wir jetzt vermehrt eben herstellen bzw. erstmal anpflanzen wollen. Und daran sind wir jetzt gerade am Arbeiten. Wir haben hier noch etwas Platz, um das Ganze auszubauen. Und da werden wir jetzt wieder ansetzen und hier fortfahren. Und zwar zuerst werden wir hier den Bereich weiter ausfüllen mit Farmen, damit wir hier bestimmen können, wie hier überhaupt die Verbindungsstraße laufen muss. Wobei wir natürlich auch überlegen könnten, hier das zuerst auszufüllen. Ich glaube, wir füllen erst hier das aus. Das ist zwar eine eigene Handelskammer nochmal. Macht das denn Sinn, das zuerst zu machen? Das muss ich jetzt mal gerade für mich hinterfragen. Ich glaube nicht. Wenn ich mir jetzt mal hier eine Handelskammer schnappe, dann können wir die noch ganz gut versetzen. Außerdem gut versetzen lässt sich noch der Tankhof. Die Brücke lässt sich versetzen. Das heißt, wir machen erst hier oben. Und dann passen wir hier das Feld im Zweifelsfall so an, dass hier mehr reinpasst. Weil hier haben wir viel, was wir nicht mehr verändern können. Und das ist natürlich dann doof. Gut, sehr schön. Plan gemacht. Das heißt, jetzt können wir das ganze Ding umsetzen. Einmal bauen wir hier eine Plantage rein. Dann kommt hier vorne. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir hier noch eine Straße durchziehen wollen oder nicht. Warum sollten wir... Sollten den auf jeden Fall anders platzieren, nämlich so. Oh, das ist ja geil. Oh, das gefällt mir gut. Das ist gar nicht mehr nötig. Aber wir können die ja jetzt hier wunderschön reinplatzieren. Und können das dann hinten rausführen. Ah, jetzt haben wir aber doch hier einen Straßenanschluss. Weil das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich wollte dafür sorgen, dass der nicht angeschlossen ist. An die Straße, damit der hier an die Lagerhäuser geht und keinesfalls sich überlegt, noch hier das Magazin mitzubeladen. Weil wir sehen mal wieder, hier ist eine Auslastung. Scheiße. Ich mag das nicht. Mir gefällt es nicht, wenn die voll ausgelastet sind. Naja. So, dann gehen wir hier einmal drum rum natürlich. Da wird auf jeden Fall noch eine weitere Kakaoplantage mit reinkommen. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wie viel Platz lassen wir denn hier für welche, die vorbeigehen. Ich glaube, wir lassen hier mal ganz gut Platz und machen hier mal nur das Minimum an Ausfüllarbeiten. So, hier können wir jetzt wieder ein bisschen großzügiger werden und dann auch mal ja, das hier ordentlich ausfüllen und dann hier noch ein gutes Stück. Wunderbar. So, jetzt kriegen wir hier oben auf jeden Fall noch eine Kakaoplantage rein. Dann müssen wir hier das Lagerhaus aber nochmal ein wenig versetzen. Denn hier müssen natürlich dann auch noch unsere Traktorscheune und unser Düngersilo dran. Jetzt frage ich mich gerade, da müsste man hier ja nochmal eine Querstraße ziehen, ob wir das irgendwie geschickter hinkriegen. Also klar, wir können das Lagerhaus einfach weiter nach hinten versetzen. Dann setzen wir die beide hier an die Ursprungs-Dings. Ja, eigentlich ist es ja recht egal, wo das Lagerhaus direkt steht, ne? Jetzt sparen wir uns mal noch hier den einen Platz. Und dann füllen wir hier hinten mal auf. Und das nimmt dann schon ganz gut Platz weg. Jetzt frage ich mich gerade, lassen wir hier jetzt noch einen frei, damit das im Zweifelsfall jemand anders auffüllt. Wenn wir wissen, wie wir hier unten mit weiteren Farmen vorgehen. Also weil hier kommen noch zwei, drei Farmen hin. Ah, die werden wir nicht höher platzieren müssen, auf keinen Fall. Das heißt, wir füllen das von dem direkt selber aus. Voilà. Schon haben wir zwei weitere Farmen hingestellt. So, und jetzt können wir theoretisch hier oben einfach mal... Einmal von oben starten, würde ich sagen. Und wir können hier auch großzügig sein mit dem Platz, den wir jetzt hier in der Handelskammer nutzen. Also wir müssen das jetzt nicht hier durchplanen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Denn wir werden hier unten ja selber noch auffüllen. Und wir brauchen nur den Platz auszufüllen hier noch.
Warum? Du bist aber nicht in der Handelskammer. Das ist natürlich schlecht. Dann ändern wir vielleicht eure Reihenfolge. Dann kommt die Farm halt hier rein. Die zwei extra Gebäude werden halt versetzt. So, dann haben wir nämlich unsere 166 Felder nur, die wir hier ausfüllen. So, und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Strecke hier gesetzt ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch zwei weitere reinkriegen. Oder ob es tatsächlich nur noch eine weitere ist. Einmal hier mit einer, selbstverständlich einer Traktorscheune. Jetzt habe ich mir mittlerweile aber nicht mehr notiert, wie viele Farmen wir nachgesetzt haben, damit wir schön im Blick haben, wie viel unsere, wie heißt das Ding? Unser Tankhof denn überhaupt noch versorgen kann. Aber ich glaube, das hier sieht ziemlich passend aus. Das ist doch nicht schlecht. Dann können wir hier hochgehen. Klar, mit jeder Kurve verlierst du irgendwie ein Feld mehr eigentlich. Aber das sieht doch gut aus so. Dann können die jetzt da lang fahren. Und jetzt können wir uns quasi angucken, wie wir das hier aufgefüllt kriegen. Dafür müssen wir aber erstmal die Items tauschen. So, und um die Items zu tauschen, brauchen wir noch ein bisschen was hier oben auf Crown Falls, direkt bei uns im Item-Kontor. Denn wir brauchen noch die stählerne Sämaschine. Ach komm, dann packen wir hier mal noch den Extraflug mit rein. Und brauchen wir noch einen Hermann? Oder haben wir den noch auf nächsten? Hermann. Der ist im großen Kontor, den brauchen wir also nicht nochmal. Der ist vorrätig. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob das doch so die smarteste Idee war. Weil hier werden schon zwei, drei Farmen reinpassen. Und um einzelne Felder dann nochmal aus den Farmen rauszuholen, das ist dann schon ein ätzendes Verschieben, was wir da noch angehen müssen. Um da jetzt wirklich einzelne Sachen rauszuholen. Das geht mit einzelnen Straßen halt viel einfacher. Aber was haben wir hier überhaupt gemacht? Warum machen wir das so? Lassen wir es doch einfach so. Mittlerweile dürften die dann auch angekommen sein. Dann können wir hier... Ach guck mal, da wäre noch eine patentierte drin gewesen. Hätten wir doch keine herstellen müssen. Hätten wir es direkt machen können. Und dann noch den Hermann. Da versteckt er sich. So, und jetzt wäre natürlich mega geil, wenn es einfach funktionieren würde. Brauchen wir hier überhaupt eine Feuerwache? Brandwahrscheinlichkeit sehr hoch. Wie? Nur hier bei der Traktorscheune, oder? Oder können die irgendwie groß Feuer fangen? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, eine Feuerwache ist hier schon sinnvoll, die irgendwie angeschlossen zu haben. Aber vielleicht eher hier unten. Beim Tankhof halt. Komm, wir platzieren die mal hier hin. So, und jetzt... Ich habe das nicht ganz durchdacht. Hier hinten sind wir ja auch ziemlich begrenzt. Vielleicht könnten wir hier mal noch rangehen und das Lehmvorkommen versetzen. Jetzt haben wir hier in unserer tollen Lehmstraße nicht wirklich noch Platz. Da möchte ich es auch nicht hinsetzen. Dann versetze ich es jetzt... temporär erstmal dahin. So, Lehmgrube wieder hinsetzen. So, weil dann können wir uns hier unten ein wenig Infrastruktur sparen. Nämlich ab hier. So, und dass das noch keine Steinstraßen sind. Warte mal, konnte man die jetzt nicht upgraden oder kam das erst beim nächsten? Mit dem letzten Update. Ja, kommt erst mit dem letzten. Da überschlagen sich manchmal so ein bisschen die Informationen. So, und was wir hier auch überlegen können, ist diese Straße mal anders zu bauen. Weil hier entlang ist ja mega ineffizient. Wir könnten halt überlegen, zu sagen, hey, wir bauen die Straße halt ungefähr so. Dann würden wir jetzt einmal hier auffüllen, einmal hier. Mit hier vielleicht einer, da vielleicht zwei Farmen. Und wir bauen die mal ein bisschen weiter nach unten einfach. Damit wir da... die Möglichkeit haben, hier die Hauptstraße noch ohne große Bauchschmerzen zu verschieben. So, einmal und zweimal.
Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier mit der ausgefüllt kriegen. Ich fürchte, wir kriegen das gar nicht ausgefüllt. Nee, bei weitem nicht. Das sind zwei Farmen hier auf der Seite allein schon. Krass. Aber können wir das... Kann man das simulieren? Kann ich... Das wäre doch geil, wenn ich hier freie Felder zählen könnte, oder? Oh, das wäre noch cool. Weil da müsste man nicht immer alles bauen, so. Das wäre natürlich eine nette Sache so an sich. Warte mal, wir können ja mal hier die einen bauen. Die 166 Standardfelder bei dem einen. Hallo? So, das sind 166. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir dem jetzt noch hier... Ob wir hier jetzt noch 166 Felder hinkriegen. Und dann noch Platz haben für die anderen. So, das sind jetzt 100. Das wird nichts. Das sind keine 60 Felder hier vorne. Nee, das passt nicht. So, jetzt können wir natürlich überlegen. Wir sind ja jetzt auch nicht ewig weit weg von 166 Feldern, dass wir sagen, okay, dann sparen wir uns hier halt ein bisschen was ein und ziehen das vielleicht einen vor. Boah, das wird jetzt aber ein großes Austarieren, um das hier richtig einnutzen zu können. Das ist halt das Problem. Wir sind jetzt an allen Ecken eingegrenzt. Das war eigentlich nicht so klug, das so rumzumachen. Also den hier, den mussten wir auch machen. Ja, aber wir haben auch nicht wirklich die bessere Option, um ehrlich zu sein. So, jetzt plane ich einfach mal hier die zwei schon mal mit ein. Dann sind wir hier nämlich auf der richtigen Anzahl, die wir brauchen. Und können dann hier drüber auf die 166 kommen. So. Jetzt könnten wir hingehen und sagen, gut. Dann legen wir hier die neue Straße. Und dann legen wir hier... irgendwas habe ich nicht bedacht. Nämlich, dass hier natürlich noch ein Weg durchgehen muss. Also die Eisenbahn muss hier noch durch. So, die Eisenbahn führen wir dann mal direkt hier lang. Und dann können wir uns natürlich überlegen, die einfach einen nach oben zu versetzen. Macht da unten keinen Unterschied. Aber den Kollegen haben wir auch überhaupt nicht angebunden. Was denn hier passiert? Alter, komplette Fehlplanung. Warte, das müssen wir direkt nochmal rückgängig machen. Hier ist auch irgendwas gar nicht ausgefüllt gewesen. So, dann gibt es hier eine Straße, die reinführt. Dann machen wir hier erstmal Feld. So, und jetzt müssen wir hier einmal mit dem Feld nach vorne, damit wir das dann hier dran platzieren können. Ich würde sagen, wir bauen die dann einfach auch direkt hier hin. Einmal und zweimal. Und warum sind es jetzt 192? Weil der nicht mehr richtig drin ist im Radius. Das ist ärgerlich. Das heißt, die muss doch wieder nach unten. Ist er jetzt wieder richtig drin? Jawohl. Okay, das ist dann wirklich am Limit gebaut gewesen jetzt hier. So, und da geht nichts mehr. Schade. Sieht eigentlich so aus, als wäre da noch Platz. Wie kann das jetzt sein? Jetzt sind wir ja viel weiter vorne fertig. Da habe ich aber ziemlich was durcheinander gebracht, wie es aussieht. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier die Straße sparen wir uns so, denn dann können wir hier unsere Eisenbahnlinie wieder gerade ziehen. Und sparen uns dann hier die Eisenbahnlinie wieder. Und machen dann lieber eine Kurve rein in unsere normale Straße hier. Zack. Jetzt haben wir hier einen Anschluss. Die können theoretisch direkt hier rüber liefern ins große Kontor. Oder halt hier hinten hin. Ah, da sollten wir vielleicht hier auch nochmal einen Straßenanschluss herstellen. Und hier vielleicht nochmal ein bisschen die Platzierung tauschen. Denn die Feuerwache muss ja auf jeden Fall hier hinkommen. So, wenn wir den jetzt ein bisschen nach vorne ziehen, dann kommen wir da vielleicht sogar noch mit einem Feld durch nach hinten. So, okay, gut. Die sind versorgt. Wie viele Farmen haben wir jetzt hier auf der Insel? Wir müssen immer noch ein bisschen im Blick halten. Aber warte mal, das kann ich doch hier über das Baumenü direkt mir angucken. Wir haben jetzt 12 auf der Insel. So, was wir uns noch angucken müssen, sind die Maisproduktionen. Mais brauchten wir doch hier auch noch, ne? So, Mais haben wir 5. Also wir haben Basic 5 Mais. Und wir haben eine Banane. Das heißt 6. Jetzt haben wir 12 gebaut. Das sind 18. Scheiße. Das heißt, nur noch 2 sind durch diese eine
durch den einen Tanko versorgbar. Das sind zu wenige. Wir brauchen einen weiteren Tankhof. Und... Ach nee, warte mal, ist das hier ein Tankhof? Nee, das ist eine Ölraffinerie selber. So, warte mal, aber hier hinten haben wir ja wahrscheinlich auch wieder einen Tankhof, oder? Jawohl. Was jetzt erstmal keinen Unterschied macht, dass wir hier hinten auch einen haben. Aber ich bin jetzt am Überlegen, ob wir halt hier drüben Theorie... Also, wir wollen uns hier ja noch den Platz für eine Erweiterung lassen. So. Und das ist auch alles fein. Aber den hier würde ich einfach mal versetzen. So, dann machen wir hier diesen Straßenanschluss anders. Müssen wir eigentlich hier noch rüberkommen mit einer Straße? Nee, das kommt hier drüber alles. Alright. Dann machen wir das Ganze mal so. Das ist natürlich hässlich. So wollten wir es natürlich nicht machen. Sondern so. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal so einen Tankhof. Weil wenn hier nochmal Farmen hinkommen, brauchen wir sowieso einen extra Tankhof. Dann können wir ihn auch jetzt quasi in Betrieb nehmen, um sie... Hallo! Um sicherzustellen, dass wir hier alles versorgt kriegen. Der hat aber jetzt noch natürlich noch keine Straßenanbindung. Scheiße. Das heißt, wir bräuchten doch noch eine Straßenanbindung von da. Wenn wir den auch für hier die Pflanzen nutzen wollen, ne? Und eigentlich wollen wir das. Dann bauen wir das doch vielleicht noch mal ein bisschen um. Guck mal, dann würden wir... Ich würde eigentlich gerne ganz gern parallel so... Oh, ja. Das sind aber auch hier verschwendete Plätze. So, dann müssen wir das doch noch mal umstellen hier. Die kommt dann direkt hier ran. Und dann... Also wirklich geil ist es halt immer noch nicht. Aber wenn wir sonst halt keinen Tankhof mehr als Anschluss hier haben, dann verlieren wir richtig Produktivität. Und das ist natürlich keine Option. So, und das hier müssen wir jetzt so gut wie möglich halt füllen. Mit, ich nehme an, 3 Farmen. So, einmal hier. Einmal dann theoretisch hier. Und vielleicht noch eine da. Müssen wir natürlich dann auch noch gucken, wo kriegen die jetzt ihre Anschlüsse und wo haben die Lagerhäuser. Hier ist ein Lagerhaus. Dann würden wir gucken, dass wir die hier an das Lagerhaus mit anschließen. Ich glaube, dann kann das ganz gut funktionieren. Setzen wir den jetzt noch einen nach vorne. Why not? Dann kriegt der auf jeden Fall einen Tankhof nach da, würde ich gerne machen. Das funktioniert so, aber ja klar, also können wir machen. Machen wir auch. Also erstmal kurz als Platzhalter hier den Kollegen mit dazu setzen. Dann kommt der Tankhof hier hin. Der hat dann eine super kurze Distanz zu beiden. Und dann kommt hier das Düngersilo nach vorne. So, dann führen wir den schon mal raus. Den Farm. Und füllen die Seite auf. Und vielleicht füllen wir auch hier hinten schon mal ein bisschen auf. Aber kriegen wir hier hinten dicht? Ja, ganz gut sogar. Ja, cool. Okay, das hat jetzt doch mehr aufgefüllt, die eine, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube, 2 ist hier trotzdem noch der richtige Weg. Ist nur die Frage, wie. Weil wir könnten den natürlich auch einfach hier vorne hinsetzen. Und sagen, hey, du kriegst... hier einen Tankhof und du kriegst ganz hier hinten dann, das machen wir glaube ich, also weil hier vorne passt das nicht mehr gut hin, das Düngersilo, das heißt wir gehen hier einmal ganz nach hinten durch und setzen das Düngersilo dann einfach hier hinten ans Feld ran, weil das muss ja eh zum Lagerhaus und das Lagerhaus hast du dann direkt hier. Das war eigentlich ein cooles Ding. Ja, hat auch seine eigenen Arbeitskräfte. Alles wunderbar. So, und das sind jetzt 166, die noch übrig sind. Das könnte ganz gut passen, würde ich fast behaupten. So, und die bauen wir jetzt natürlich in der klugen Reihenfolge. Traktorscheune bezieht von hier. Düngersilo kann von da hinten beziehen. Und dann füllen wir jetzt hiermit so weit auf, wie es geht. Und das könnte schlimmer sein. Könnte mehr übrig sein. Das füllen wir jetzt einfach noch schön auf.
Und dann haben wir den Platz hier ganz gut genutzt, würde ich sagen. Die sind alle wunderschön mit drin im Radius unserer Handelskammer. Das ist eigentlich halt auch das Essentielle. Aber jetzt frage ich mich gerade, passen hier vielleicht drei rein? Das werden wir dann jetzt noch rausfinden. Das ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch durch. Wie viel Produktion haben wir eigentlich mittlerweile? 140. Also 114 pure. Und dann, also 100 irgendwas pure durch unsere ganzen Kakaoplantagen jetzt, die teilweise noch anlaufen und halt noch durch die Rohrzuckerplantagen. Hey, vielleicht sind wir hiermit dann auch schon durch mit dem, was wir alles brauchen. So. Ja, gehen wir auf jeden Fall eine hier. Dann lassen wir Platz für die zwei extra Gebäude. Dann noch eine hier. Die kann ihre Gebäude auch anschließen. Jawohl, und zwar ziemlich schön sogar. Das gefällt mir gut. Da wurde irgendwas im Hintergrund gemeckert. Dann gibt es hier eine Traktorscheune. Zack. Und das Düngersilo. So, dann machen wir erstmal mit dem Kollegen wieder nach hinten. Hier dran vorbei. Und das hier einmal gerade ziehen. Ich glaube, hier passen drei, vielleicht vier. Na, vier vielleicht nicht mehr. Aber drei passen jetzt ziemlich sicher rein. So, dann füllen wir hiermit nämlich weiter auf. Boah, vielleicht so dreieinhalb oder so. Mal schauen. Dann müssen wir natürlich auch so planen, ne? Ach, da ist er natürlich nicht mehr in der Handelskammer. Das ist natürlich dann doof. So, und was wir jetzt machen ist, wir lassen hier dann ein bisschen Platz, dass wir hier mal kurz noch unsere wichtigen Dienste mit reinkriegen. Und platzieren dann hier unsere letzten Felder. Oh, das passt ganz gut. Ah, knappes Ding. Wenn wir uns hier die Straße sparen, die nicht wirklich essentiell ist, könnte es ziemlich genau passen. Und zwei nicht. Kriegen wir noch zwei Felder raus irgendwo? Das finde ich ja jetzt schon wieder geil, da jetzt noch zu gucken, ob wir zwei... Hier verlieren wir zwei Felder. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht gut raus. Vor allem, das alles zu versetzen, ist echt ätzend. Und da lasse ich den, glaube ich, lieber einfach mit zwei Feldern weniger landwirtschaften. Ich glaube, damit muss der dann einfach klarkommen. Sind halt auch wieder die Kurven hier, ne? Die dann auch nochmal hier so ein Feld brauchen. Wobei, warte mal. Wenn wir... Ich muss es mal kurz hier auf meinem ganz normalen karierten Block zeichnen. Also wenn wir von hier nach da wollen, dann können wir entweder gerade gehen und dann eine Kurve machen. Jetzt seht ihr das nicht, das ist natürlich doof. Das sind sieben Felder. Oder wir gehen 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist genau gleich wieder. Ich habe Quatsch erzählt. Okay, ich glaube, dann bleibt der erstmal ohne zwei weitere Felder. Hier oben hätte man natürlich vier Felder easy rausholen können, indem man den Bohrturm versetzt. Aber wohin? Da musst du irgendwo anders. Also klar, irgendwie ist es möglich. Aber der steckt auch so tief drin. Der muss neu. 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 Wir lassen das jetzt erstmal so. Was haben wir jetzt? Eine Produktion hier. 135, die jetzt... Ich würde mir echt gerne mal nur die Kakaoplantagen angucken. Ist es da aufgeschlüsselt? Sehe ich das noch nicht? Klar, wir haben 13 Zuckerrohrplantagen, aber das sagt ja nichts über die Menge aus, mit der wir produzieren. Aber die brauchen alle null Arbeitskraft, haha. Und jetzt direkt das anwenden, was ich ja erneut gelernt habe. Produktivität, zack, plus 50%. Können wir hier bei den Zuckerrohrdingern auch machen. Haben wir auch null Arbeitskraft, stand da. So, und jetzt sieht das Ganze dann schon ganz anders aus. Und wir produzieren auf einmal tatsächlich den Bedarf, den wir haben, wenn ich das richtig hatte.
Ja, wir sind in der Überproduktion, weil wir auf Nixon durch die Zuckerrohrplantagen theoretisch was machen. Wir machen noch ein bisschen was in den Tabakplantagen hier und wir machen natürlich dann vor allem in den Kakaoplantagen hier unseren Hauptumsatz. Cool, dann haben wir innerhalb von, ja, naja, einer Folge kann man nicht sagen, aber so zwei Folgen haben wir hier unser Tabak-Kakao-Problem gelöst. Und hier fehlt es an Waren, klar. Der Tankhof muss mal ein bisschen zum Einsatz kommen. Ah, der fährt. Guck mal, der fährt jetzt nach da hinten. Also das ist aber auch nicht effizient. Der hier sollte ja am besten die versorgen und vielleicht die ganz hinten und der dann hier die vorne. Aber naja, solange hier die Waren ankommen, wenn vielleicht auch mal ein bisschen verspätet, bin ich damit sehr zufrieden. Wir machen hier noch ein paar Nebenprodukte, ein paar schöne. Jetzt gucken wir uns mal noch kurz die Kakaohandelsroute an. Wie die so ausgestattet ist. Weil das wäre natürlich auch mal ein Thema. Die vielleicht mal zu ersetzen. Weil wir wollen ja wirklich den Shift schaffen. In Richtung unserer schönen Luftschiffe. Den Shift. Und vielleicht machen wir das einfach mal mit 4 ursprünglich. Und schauen dann mal, was dabei rumkommt. Wie viel die dann abtransportiert kriegen. Ob das genug Versorgung ist, um dann hier unten das Ganze sicherzustellen. Weil das, dafür habe ich noch nicht wirklich ein Gefühl, dass ich mir angucken kann, beispielsweise, wie lang laufen Handelsrouten, wie viel brauche ich, also wie viele Schiffe brauche ich beispielsweise, von welchem Typ. Auch dazu, wenn ihr da eine Idee habt oder einen Hinweis, wie das einfacher geht, schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und ich hoffe natürlich, dass die Luftschiffe hier anlegen und dann da einfach auch nicht wieder hier alle irgendwie versuchen, ja, an diesen Lufthafen zu kommen zum Beispiel, sondern halt auch hier die normalen Docks nutzen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge Anno 1800 wieder einschaltet hier auf dem Stratigator. Bis dann. Ciao.